K1 TV, eine Sendeanstalt der Universität Stuttgart, Fakultät 1, Architektur und Stadtplanung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur ersten Sendung der neuen Talkreihe Stuttgarter Schule, die die alten Kamingespräche der Fakultät beerben soll. Lehren, unterrichten heißt unter Pandemiebedingungen bekanntlich nicht zuletzt senden. Auch weniger Sendungsbewusste kommen um diese Tatsache leider nicht herum. Und so wollen wir mit dieser und vielen weiteren Sendungen aus unserem geliebten, aber derzeit recht ausgestorbenen Kollegiengebäude K1 im Campus Stadtmitte unseren Beitrag zur Wissensvermittlung via Television leisten, via K1 TV. Ich darf zunächst den Dekan der Fakultät 1 Architektur und Stadtplanung, Professor Peter Schürmann, vorstellen. Peter Schürmann ist seit 1989 Partner des Architekturbüros Schürmann und Schürmann in Stuttgart und seit 1993 Professor für Baustofflehre, Bauphysik, Gebäudetechnologie und Entwerfen. Und seit 2018 ist Peter Schürmann auch Dekan unserer Fakultät. Lieber Peter, ich darf dich herzlich einladen, mit dem Drücken des symbolischen roten Knopfes, um den Start von K1 TV zu ermöglichen. Ja, Stefan, das mache ich gern. Guten Abend. Ich bin aber ein bisschen aufgeregt, wenn ich gedacht hätte, dass ich mal in dem leeren Foyer K1 einen Buzzer drücke, um eine Fernsehsendung oder ein Fakultäts-TV zu eröffnen, hätte ich das auch nicht geglaubt. Jetzt muss ich den aber treffen, gell? Also hiermit eröffne ich das Fernsehen, Fakultäts-TV. Fantastisch. Eine Szene, die sicherlich in das Gedächtnis der Fakultät eingehen wird. Manche aber werden vielleicht an den 25. August 1967 decken, als Willy Brandt mit einem eben solchen Buzzer das Farbfernsehen in Deutschland startete. Ich möchte an dieser Stelle auch gerne die Diskutantinnen und Diskutanten, die weiteren Diskutantinnen des heutigen Abends vorstellen. Direkt neben Peter Schürmann sitzend ist Astrid Ley zu sehen. Astrid Ley ist seit 2014 Professorin am Lehrstuhl Internationaler Städtebau und Co-Leiterin auch des Städtebauinstituts der Universität. Sie ist auch Prodekanin. Neben mir, von Ihnen gesehen, links neben mir sitzt Vera Krimmer. Vera Krimmer studiert Architektur und Stadtplanung seit 2016. Sie ist seit Anfang an auch aktiv in der Fachschaft und dort hat sie sich zuletzt mit Untersuchungen zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Studierende einen Namen gemacht. Sie hat auch den Einführungskurs mitkonzipiert, auf den wir sicherlich heute auch kurz eingehen werden. Ich darf an dieser Stelle zumindest kurz verraten, dass in diesem Jahr sie ein Praktikum bei Foster & Partners in London gemacht hat und der erste Lockdown in London fiel direkt in die Praktikumszeit von Frau Krimmer und unter abenteuerlichen Bedingungen hat sie dann doch irgendwie den Weg zurück nach Stuttgart gefunden. Neben Vera Krimmer sitzt Sonja Nagel. Sonja Nagel ist Mitbegründerin des Architekturbüros Amund und seit 2019 Professorin hier an unserer Fakultät sowie Leiterin des Fachgebiets Gebäudelehre und Entwerfen. Und last but not least, neben Sonja Nagel sitzend, darf ich Markus Allmann vorstellen. Er ist Partner von Allmann Sattler Wappner Architekten mit Sitz in München und seit 2006 Professor am Institut für Raumkonzeption und Grundlagen des Entwerfens der Universität Stuttgart. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden heute über ein Thema diskutieren, aber bevor ich das Thema selbst vorstelle, erlauben Sie mir ein paar Vorbemerkungen zum Namen der gesamten, dieses neuen Talk-Formates mit dem Titel Stuttgarter Schule. Ein historisch belasteter Begriff, wenn man so will, ein Begriff, der mit Namen wie Paul Bonatz, der ja auch hier mit einer Büste vertreten ist, im Bild mit einer Büste von Christel Schmidthenner aus dem Jahre 1966 vertreten ist, aber auch mit Namen wie Paul Schmidthenner verbunden ist. Aber wir alle fühlen uns vielleicht im Widerspruch, aber auch in zumindest Teilzeitsympathien dem Begriff der Stuttgarter Schule zumindest ein Stück weit verpflichtet, wenn nicht sympathisch verbunden, zumal der Begriff Stuttgarter Schule natürlich auch mit Namen wie Frau Otto, mit Rolf Gutbrot, Horst Linde, Peter C. von Saatlein und vielen anderen bekannten Namen verbunden ist. Wir werden heute über das Thema Corona, die Stadt und die Architekturlehre sprechen.
Wir finden uns hier in einer Studiosituation wieder, die im höchsten Maße hygienisch ist. Mein Tisch ist desinfiziert. Ich sitze hinter einer ganzen Armada von Plexiglaswänden. Die Menschen um mich herum sind entweder in anderen Räumen oder sind maskiert. Ich denke, ich muss ständig an diesen legendären Satz des Fußballspielers Bruno Lavadia denken, der mal sagte: Das wird doch von allen Medien hochsterilisiert. Wir haben uns auf folgende Dramaturgie des Abends, des Gesprächs geeinigt. Wir versuchen, das Verhältnis von Corona, der Stadt und der Architektur auf verschiedenen Ebenen zu diskutieren. Wir möchten beginnen mit dem Blick auf die Stadt im internationalen Kontext unter Pandemiebedingungen. Dann werden wir in einem zweiten Schritt auf die Einzelgebäude zu sprechen kommen. Damit verbunden natürlich auch uns die Frage stellen, was heißt das für eine Architekturlehre der Gegenwart und womöglich nahen Zukunft? Wir werden uns ganz grundsätzlich fragen, wie Pandemiebedingungen zu einer Revision von traditionellen Konzepten von Architekturlehre einladen. Wir werden dann in einem weiteren Schritt uns die Arbeitsmarktsituation versuchen zu Gemüte zu führen. Was macht die Pandemiesituation mit den Organisationsstrukturen von großen, aber auch vielleicht kleineren Architekturbüros? Und zuletzt fragen wir uns natürlich gemeinsam sicherlich auch mit vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, wie reagiert die Architektur als Disziplin, manche sagen Pseudodisziplin, auf diese Pandemiebedingungen? Im Vergleich beispielsweise zur Welt des Theaters, zu anderen gesellschaftlichen Bereichen oder auch Fakultäten. Ein volles Programm also für die nächste Stunde. Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass es einen Live-Chat geben wird und wir versuchen am Ende dann die eine oder andere Frage aus dem Live-Chat dann in unser Gespräch mit einzuspeisen. Wie versprochen, würde ich gerne beginnen mit dem Blick auf die Stadt im internationalen Kontext. Astrid, du lehrst ja internationalen Städtebau. Du wurdest auch von der Corona-Pandemie in einem Forschungssemester in Südafrika sozusagen erwischt und bist unter abenteuerlichsten Umständen dann irgendwie zurück nach Deutschland gekommen. Wie hat sich dein Blick auf die internationale Stadt, auf den Städtebaudiskurs verändert durch Corona? Ja, danke, Stefan. Ja, wir erleben ja den Städtebaudiskurs teilweise jetzt vielleicht in einem Rückgriff auf ältere Diskurse. Und man mag sich die Frage stellen, ob es hier um eine Revision des Städtebaudiskurses seit den 70er Jahren dreht. Ja, und ich reagiere darauf mit so einem Ja-Nein-Haltung. Ja, zum einen erlebe ich und ihr ja alle zurzeit, dass wir ganz viel von Abstandsflächen reden, von Durchlüftung und irgendwie erinnert das Ganze ja so ein bisschen an die aufgelockerte Stadt. Ja. Im Baunetz stand kürzlich noch, dass ich glaube, nur noch 16% der Deutschen in einer Großstadt leben wollen. Zugleich erinnert es mich auch in vielen Teilen an Diskurse während der Industrialisierung. Ja, da wurde ja viel davon gesprochen, dass die Dichte hygienische Missstände hervorbringt und das gab so den Weg frei für so einen Städtebau, der an rein kommunale Städtetechnik angelehnt war. Ja, es ging um Kanalisationen oder wie man die Müllentsorgung organisiert und so weiter. Ich glaube dennoch, das ist jetzt hier gerade, was wir erleben, nicht so ein Back to the Future in diesem Sinne. Wir erleben ja doch auch oder haben auch in dem Lockdown erlebt, dass es Qualitäten gibt und Vorzüge der funktional und sozial durchmischten Stadt. Also man hat erlebt nachbarschaftliche Solidarität durch Aushänge oder auch durch zurzeit digitale Nachbarschaftsplattformen. Und in der Forschung sprechen wir da oft von sozialer Resilienz. Das ist auch was, was gerade Städte des globalen Südens ausmacht, mit einer ganz aktiven Zivilgesellschaft, die da hier das Stadtmachen von unten organisiert. Stefan, ich sehe eher so eine Schwierigkeit, dass die fragmentierte Stadt, ja, das Auseinanderdriften, während COVID-19 eigentlich nochmal so Öl ins Feuer war. Und das habe ich ganz konkret halt
auch ins Bad dürfen. Die Wohlhabenden haben sich halt in ihre Gated Communities zurückgezogen, aber die sozial schwächere Bevölkerungsmehrheit, die war damit beschäftigt, das tägliche Überleben eigentlich zu organisieren. Und also wenn wir von so einer Revision eines modernistischen Städtebaus sprechen überhaupt, dann ist das, glaube ich, für mich eher nur in dem Sinne, dass so ein rationalistisches Planungsdenken wieder so in den Vordergrund tritt durch diesen ganzen Diskurs um Smart Cities. Ja, plötzlich haben wir vielleicht die Apps, die Big Data, die technische Innovation, um unseren Problemen beizukommen. Und das finde ich eine große Schwierigkeit, weil sie einfach der Komplexität von Stadt- und Städtebau nicht nachkommt, ja, wo einfach auch die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer sozialen Innovation eigentlich keine Beachtung finden. Astrid, du bist jetzt dankenswerterweise schon auf den Hintergrund des Städtebaudiskurses der letzten Jahrzehnte eingegangen. Man könnte ja, wie du im Grunde jetzt auch schon selbst nahegelegt hast, ja sich die Frage stellen, ob die zentralen Begriffe des Städtebaudiskurses, nicht zuletzt in Europa, nicht zuletzt in Deutschland, der sich um Begriffe wie die kompakte Stadt, die Verdichtung etc. herumgruppiert hat, ob wir hier nicht vielleicht eine Art Revolution oder zumindest einen Umbruch erleben könnten. Man könnte sich jetzt, wie du ja vielleicht auch schon nahegelegt hast, sich die Frage stellen, ob man eben zurück zu bestimmten Kiam-Städtebau-Regelungen geht, zur Stadt der Funktionszonen etc. Das hast du alles eben mit dem Hinweis auf die soziale Struktur auch ein Stück weit wieder eingeschränkt. Aber trotzdem könnte man sich ja die Frage stellen, ob beispielsweise eine antistädtische Utopie wie Usonien von Frank Lloyd Wright, ob die nicht durch Covid-19 wieder stärker auf das Tablett kommen sollte, auch eines Fachdiskurses. Die Frage, die würde ich gerne in der gesamten Runde stellen. Ich schaue jetzt in Richtung Peter Schürmann, aber auch Markus Allmann. Ja, also, was meint ihr dazu? Also vielleicht mal eine Bemerkung vorweg. Ich glaube, wir erleben doch alle jetzt, dass die Gesellschaft sozusagen ein Stück weit akzeptiert oder ihren Frieden damit macht, dass wir vieles nicht wissen. Also dass wir sozusagen diesen Prozess des Irrtums, Trial and Error, sozusagen akzeptieren und uns nicht auf die Situation zurückziehen. Wir müssen das wissen, wir wissen etwas und so agieren wir. Und deshalb fällt mir als erstes mal ein, das Wort von Robert Koch, den wir ja sozusagen jetzt alle durch die Pandemie, das Institut kennen. Zitat von ihm, die Frage ist zu gut, um sie mit einer schnellen Antwort zu beantworten oder zu beantworten. Ich will es trotzdem vielleicht mal kurz versuchen, insofern, als das mir durch den Kopf geht, was den Städtebau ändern wird. Da gibt es noch ein ganz anderes Thema, nämlich den Klimawandel. Da ist sozusagen ein kleiner Vorgeschmack, was wir sozusagen haben. Das ist heute nicht das Thema. Ich wollte es nur anmarkiert haben. Und dann mit dem Hinweis, den du gerade sagst, auf Back to the Future, das Wort von Astrid aufzunehmen, möchte ich doch noch mal sagen, zwischen der Siam-Entwicklung und den Überlegungen der 70er Jahre mit den Stichworten, die du eben angesprochen hast, gab es auch noch den Strukturalismus. Und das ist ein partizipatorischer Ansatz. Die haben gesprochen von dem Zwillingsphänomen, also dem Individuum und der Gemeinschaft, haben dieses Bild des Leaf is Tree, in Tree is Leaf gemeint. Und diesen gemeinsamen Ansatz, eine flexible Stadt zu schaffen, die sich auch auf veränderte Situationen einstellen kann. Die haben wir ja vor, ich glaube, 4 Jahren bei der Architekturbiennale durch Aravena letztendlich auch wieder gefunden. Also dieses Haus, wie Hermann Herzberger gesagt hat, so als ein Halbzeug, glaube ich, hat er gesagt, oder ein Teil, was sich fortsetzt. Und deshalb glaube ich schon, dass wir uns mal Gedanken machen müssen, ob wir nicht auch in der Vergangenheit schon Themen hatten, die wir sozusagen nicht auf dem Rand immer eine neue Antwort auf etwas zu haben, doch nochmal überschauen sollten, ob sie uns nicht auch weiterhelfen für die Zukunft. Vielleicht kann man jetzt daran noch anschließen, ja, Markus, bitte, ja. Dass natürlich dieses Ausverhandeln des öffentlichen Raums als besetzter Raum, der durch eine Architektur
besetzt wird oder ein Raum, der als Landschaftsraum, ein Freiraum in der Stadt übrig bleibt und das in Balance zu bringen. Es spielt ja eigentlich diese Überlegung, die du auch gerade genannt hast, dass wir doch eine gewisse Revision von auch diesen Ideen des aufgelockerten Städtebaus durchaus nochmal vornehmen müssen, den entgegenspielt. Also die hochverdichtete Stadt hat natürlich auch schon das Problem, dass sie gleichzeitig soziale Dichte und soziale Isolation gleichermaßen befördert. Und das merkt man jetzt auch bei der Pandemie, dass natürlich die Problematik ist, dass wir ja, es gibt ja diesen Satz, in der Stadt ist man nie allein, aber oft einsam. Und das ist im Moment, glaube ich, gerade kennzeichnend für unsere Situation. Also wir haben eine enorme Dichtung, aber den sozialen Austausch, den wir uns wünschen, findet dann doch auch oft nicht statt, weil gerade die öffentlichen Räume nicht die Qualifizierung haben, die sie notwendigerweise hätten. Das war vielleicht ein Fehler in den 70er, 60er Jahren, der jetzt, glaube ich, gerade im Moment revidiert wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass das Nachdenken darüber, was der öffentliche Raum ist und was er leisten muss, gerade in dieser Pandemie, neulich betrachtet werden muss. Wir versuchen ja, auch. Aber ich glaube, Markus, das ist dann aber eigentlich nicht ein Verschulden der Dichte, sondern dass die Problematik steckt in der Qualifizierung der öffentlichen Räume. Genau. Also es ist ja so, die Dichte, wenn man jetzt mal zurückblickt, im 19. Jahrhundert war klar, da gab es natürlich Cholera, da gab es Tuberkulose, man hat versucht, irgendwie die dicht verpackten Industriestädte irgendwie aufzulockern. Die Hausmannschen Achsen ist ja ein Beispiel dazu von 50 bis 70, wo man im Grunde genommen riesige Schneisen, ich glaube, der hat am Ende 40 Kilometer Straßen durch Paris gezogen, um irgendwie Licht, Luft und in die Städte hineinzubringen. Das ist natürlich, glaube ich, nicht der Ansatz, der gerade zählt. Aber ich denke schon, dass man beim Städtebau im Moment nochmal ausverhandeln muss, was ist irgendwie die bebaute Masse und was ist der Raum dazwischen. Und können die sich nicht mehr ergänzen und ineinander überfließen? Und das wird, glaube ich, ein zukünftiges Thema werden. Und das wird durch die Pandemie meines Erachtens gerade enorm geschärft. Insofern, wie alles Negative, gibt es immer auch bei diesen Dingen eine positive Kehrseite. Aber also die Kehrseite ist aber doch auch, Markus, dass zurzeit wir auch eingeschränkt sind, wie wir den öffentlichen Raum, selbst wenn er qualifiziert werde, nutzen dürfen. Ich frage mich manchmal, ob viele dieser öffentlichen Funktionen nicht gerade ins Private abrutschen. Ja, das tun sie, weil interessanterweise, ich habe mir gerade heute so nochmal überlegt, wir reden eigentlich im Moment von einer Menge Barrieren. Ne? Also wir haben Masken, wir haben Schilder, wir haben Grenzen, wir haben Zeiten, in denen man etwas unternehmen darf und nicht. Wir haben Doppelbelegung in der Schule. Eine Woche kommen die einen Kinder dran, in der anderen Woche die anderen. Also wir verhandeln im Moment mit sehr vielen Regeln den öffentlichen Raum wieder aus. Und das ist natürlich eine große Qualität der Stadt, dass sie im Grunde genommen einen anonymen Lebensentwurf des Einzelnen befördert. Jeder kann in der Stadt sein, was er will, seine eigene Identität finden. Und das wird natürlich im Moment enorm verhindert durch diese ganzen pandemischen Einwirkungen. Ich glaube, vor allem in der Diskussion ist sozusagen im operativen Geschäft, aber auch das Problem, dass wir sehr, sehr leicht dazu neigen, eine Art Etikett für eine bestimmte Erkenntnis oder für eine Situation zu finden. Also immer mehr Dichte ist ein Thema. Dichte, das steht in jedem Artikel und überall steht es. Und wir müssen, glaube ich, nicht nur erkennen, das wissen wir alle, aber es auch leben, dass diese Fragen, die wir gerade ansprechen, einfach eine große Komplexität haben und sich einfach nicht eignen für so eine Art von Komplexitätsverweigerung, sei es, weil wir dem Kind sofort immer einen Namen geben wollen. Ja, also es ist gerade die Stadt ist ja etwas sehr, sehr Heterogenes und sehr Ausdifferenziertes. Du, Astrid, hast mal, ich erinnere mich, in der Ringvorlesung einen Vortrag gehalten, wo du sozusagen die Abhängigkeit von der Gesundheit der Bevölkerung oder des Quartiers in direkte Verbindung gesetzt hast zu den öffentlichen Räumen, die da waren, damit man sich treffen kann, an den Brunnen gehen kann. Das war jetzt irgendwo in Afrika. Ja, und das fand ich. Das ist eine Studie, Peter, aus Chicago in den 90er Jahren. Da gab es halt eine große Hitzewelle in Chicago. Und es gab eine soziologische Untersuchung, wo festgestellt wurde, dass die wohlhabenden Viertel besser davon kamen im Sinne einer niedrigeren Todesrate. Aber dass innerhalb der sozial schwachen Viertel gab es ein Viertel, was sehr gut davon kam. Und dann hat man nachher festgestellt, das lag daran, dass die gute funktionierende öffentliche Räume hatten, die Leute einander kannten und während der Hitzewelle füreinander gesorgt haben. Ja, genau das.
Ich schlage vor, dass wir an dieser Stelle von der Ebene der Stadt ein Stück weit hineinzoomen auf die Ebene des Einzelgebäudes. Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten erfahren, dass die Pandemiesituation auch mit Einzelgebäuden, mit ganz bestimmten Gebäudetypologien sehr viel macht. Sie in vielen Fällen schlicht und einfach zum Schließen bringt. Die Opernhäuser sind geschlossen, die Theater sind bekanntlich in vielen Gegenden der Welt geschlossen, etc. etc. Wir sprechen sehr oft, auch wenn wir über Hybridbetrieb auf Campusgeländen sprechen, über die Herausforderung, eben nicht die Leute in die Hörsäle zu bringen, sondern nicht in den Hörsälen zu platzieren, sondern sie zu den Hörsälen hinzubringen. Die große Frage eben, die sich Architektinnen und Architekten auch stellen müssen, ist, wie gehen wir mit den Erschließungsflächen um? Ich möchte es ganz plakativ meine Frage formulieren, muss der Neufahrt, der ja Mindestabstände von Korridoren etc. oder Mindestbreiten von Korridoren festlegt, muss der neu geschrieben werden? Ich würde gerne die Frage an dich, Sonja, stellen, die du bist ja nicht zuletzt auch Professorin für Gebäudelehre. Danke, Stefan, für die sehr interessante Frage. Aus Lokalpatriotismus würde ich sagen, man müsste wahrscheinlich, wenn dann eher fragen, ob man den Raumpilot umschreibt, weil das ist ja ein hauseigenes Produkt sozusagen. Und in dem Fall muss ich sagen, ich bin da sehr froh, dass die Architektur eigentlich auch ein recht langsames Medium ist. Weil wenn wir wirklich darüber nachdenken, wie sich diese soziale Distanzierung letztlich wirklich bis ins Gebäude hinein manifestiert und wir damit auch in der Materie festschreiben, wie wir miteinander leben wollen, dann finde ich das schon auch einigermaßen gruselige Vorstellung, weil das wirklich das Menschsein und das soziale Miteinander in Gebäuden, in öffentlichen Räumen einfach wirklich ganz zentral trifft. Wenn ich mir vorstelle, wie wir Erschließungswege vielleicht multiplizieren müssen, damit wir diese Besucherströme nicht mit Pfeilen, sondern tatsächlich baulich manifestiert im Gebäude dann orchestrieren. Oder wenn ich mir vorstelle, was das auf einzelne Gebäudetypen wie das Museum oder das Theater, noch schlimmer eigentlich, was es bedeuten würde, also nicht nur die Verkehrswege dahin, dass man sich da nicht mehr treffen kann, sondern dass man vielleicht auf 1,50 Meter Abstand im Theatersaal sitzt, um die Vorstellung zu genießen. Das fände ich schon eine einigermaßen schlimme Vorstellung, weil natürlich ganz viele Aspekte des sozialen Miteinanders einfach dann auch verloren gehen. Da geht es ja nicht nur um, dass ich diese Vorstellung anschaue, sondern es geht ja um dieses, ich erlebe mich in einer Gruppe, ich bin begeistert und ich schaue mir diese Ballettvorführung an, ich gehe in der Pause, treffe da Leute. All diese Dinge würden ja dann auf dem Prüfstand stehen und da bin ich froh, dass wir das jetzt erstmal abwarten. Und ich denke auch, es hat immer diese Seuchen gegeben in den ganzen vergangenen Jahrhunderten. Und dieses soziale Miteinander war immer ein wichtiger Punkt und wir müssen wahrscheinlich lernen, da einfach einen neuen Umgang mit der Seuche zu lernen oder mit der Pandemie jetzt. Und ich würde es erstmal abwarten und hoffen, dass es sich ändert. Ja. Sehen das alle Kolleginnen und Kollegen so, abwarten und Tee trinken, um es ganz kurz zu machen? Oder wird die Corona-Pandemie auch doch zu signifikanten Veränderungen von bestimmten Typologien führen? Ich frage diese Frage auch vor dem Hintergrund eines Buches, das ich vor vielen Jahren mal geschrieben habe, Geschichte des Korridors, wo ja durch bestimmte Pandemien im 19. Jahrhundert letztendlich ganz neue Krankenhaustypologien entstanden sind, Stichwort Pamio-Krankenhaus. Die Frage, die ich uns gerne stellen will, ist, ob die Corona-Pandemie zu neuen Typologien oder zu typologischen Variationen einlädt. Also abwarten und Tee trinken ist schon immer gut. Deshalb, wir können uns gerne unterhalten, was man vielleicht jetzt sozusagen Neues denken muss. Dafür, glaube ich, braucht man Zeit. Wir haben ja sozusagen, wissen ja nicht immer alles gleich. Aber ich möchte auf einen Punkt kommen, der uns schon lange beschäftigt, schon viele Jahre beschäftigt, ist Arbeiten und Wohnen zu verbinden. Und wir sollten das vielleicht mal wirklich mal ernst nehmen und es durchzusetzen. Das ist nämlich vor allen Dingen ein bauordnungsrechtliches Thema, ein baurechtliches Thema. Es ist ein Finanzierungsproblem,
ein Bebauungsplanproblem, weil schaffen Sie mal Gebäude, die sozusagen eine Struktur haben, die sich anpassen kann, wo ich nicht von vornherein festlege, ist das jetzt ein Arbeitsraum oder ist das ein Wohnraum. Wir haben sehr durch Bauindustrie, durch Bauherren und so weiter klassifizierte Gebäudestrukturen und müssten vielleicht viel beweglichere Gebäudestrukturen machen, die sich auf verschiedene veränderte Nutzungen einstellen können. Und da sind wir noch lange nicht, aber das Thema haben wir schon lange sozusagen vor uns. Ich glaube, man könnte die Chance nutzen, diese Pandemie, dass man Typen, die jetzt in der Evolution der Ökonomen, die ja im häusliche Typen sozusagen wie ausschließen, weil sie ökonomisch irgendwie nicht auf dem Markt vermeintlich bestehen können, dass man die wieder revitalisiert. Beispielsweise das Laubenganghaus ist mehr oder weniger bei ökonomisch interessierten Investoren ausgeschlossen. Also sie beginnen meistens einen Wettbewerb, beginnt man meistens, dass Maisonetten und Laubengänge ausgeschlossen werden. Das ist sozusagen die Vorgabe im Wohnungsbauwettbewerb. Und jetzt gibt es ja doch wieder eine Chance, dass wir eventuell über Typen nachdenken, die eine andere Erschließungsform haben, weil so eine Pandemie zeigt, dass wenn alle sozusagen durch dieses kleine Nadelöhr-Lift und dieses mehr oder weniger nur notwendige Treppenhaus geschickt werden, dass das vielleicht für die Erschließung eines Wohngebäudes einfach nicht genügt. Insofern glaube ich, man könnte es auch umdrehen und sagen, es entwickeln sich vielleicht über eine Betrachtung neue Typologien über diese Pandemie, die jetzt wieder ins Spiel gebracht werden, die sozusagen auf einmal wieder überlebensfähig sind. Und das wäre eine Chance, glaube ich. Also Ach, Sie haben sich jetzt zu Wort gemeldet? Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich denke auch, dass diese Pandemie da auch große Potenziale eben bieten könnte, sich gesellschaftlich abzeichnende Trends zu beschleunigen. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Zukunft auch aufgrund des Klimawandels und Ressourcenknappheit in Sharing-Konzepten liegt. Und vielleicht ist das jetzt die Möglichkeit, dass man das jetzt im Kleinen sozusagen innerhalb des Hauses schon mal ausprobiert und schneller vorantreibt. Weil vorhin ja auch das Stichwort viel, in der Stadt kann man so einsam sein. Vielleicht kann uns das wieder zusammenbringen, sozusagen innerhalb der Bubbles. Weil am Anfang hieß es ja noch, man solle solche Einheiten bilden aus mehreren Haushalten, die dann unter sich bleiben. Man könnte das jetzt auf die Spitze treiben und sagen, okay, wenn das Fitnessstudio jetzt zu hat, dann habe ich doch noch diese alte Garage, die sowieso demnächst vielleicht nicht mehr genutzt wird, wenn die Stadt autofrei wird, dann baue ich mir da doch jetzt ein Fitnessstudio fürs ganze Haus rein. Also vielleicht könnte man jetzt auf dem Weg auch Nutzungsüberlagerungen und Clusterwohnen schon schneller zur Realität werden lassen, weil man das jetzt einfach muss und braucht und auf dem Weg vielleicht auch wieder so eine Intimität innerhalb der Einheiten schaffen. Sonja, du hast dich zu Wort gemeldet. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir auch dass sich neue Gebäudetypen dadurch entwickeln werden. Also allein schon vor dem Hintergrund, es gibt einerseits diesen Trend zu diesem Mikrowohnen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Minimalwohnung nur noch bewohne und dann da auch noch arbeiten soll, dann ist das, glaube ich, für viele schon eine ziemliche Herausforderung oder auch eigentlich gar nicht möglich. Ja, vielen Dank, Sonja Nagel, für diese Ausführungen. Ich höre eben von der Regie, dass vorhin nicht alle die Möglichkeit hatten, diesen Film über den Einführungskurs zu sehen, aufgrund eines technischen Problems. Ich schlage daher vor, dass wir an dieser Stelle diesen Film nochmals mit Ihrem begleitenden Kommentar, Frau Krimmer, hören, sodass wir diesen Teil eben für alle eben nochmal rekapitulieren können und in die Diskussion mitnehmen können. Normalerweise dient der dreiwöchige Einführungskurs dem Kennenlernen und außerdem auch natürlich der Heranführung ans Architekturstudium in Form von ersten Entwurfsaufgaben und Tutorien. Und dieses Jahr war das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Und deshalb hat unsere Fakultät dann eine Arbeitsgruppe gebildet und VertreterInnen der Fachschaft und die Institute der Grundlehre im ersten Semester haben seit Juli an der Konzeption von 2 Einführungskursen gearbeitet. Und zwar 2, weil wir ein Hybrid- und ein Online-Modell konzipieren mussten, weil ja bis zuletzt und auch während des Einführungskurses jederzeit sich die Bedingungen hätten ändern können. Und hier in diesem Film sieht man jetzt einen der Hybrid-Präsenztage, an dem die Erstis, also diejenigen, die in Stuttgart vor Ort sein konnten, auf dem Campus begrüßt wurden. Und mit einem ausgeklüngelten Hygienekonzept wurde das Ganze in 2 Schichten durchgeführt
Und die Studierenden wurden in 9er-Gruppen mit Tutorinnen in 11 Kreidekreise aufgestellt und über unterschiedliche Eingänge auf vorgezeichneten Laufwegen über den Campus geführt, um die Hygieneregeln und Abstände zu wahren. Genau. Schön. Die große Frage, ja, bitte, Peter, nochmal. Nur noch dazu, das war ja nicht nur die Einhaltung nur von Hygieneregeln, sondern die Kolleginnen und die Fachschaft, die hatten ja schönste Pläne gemalt, das war ja wie eine Choreografie. Und wenn Erstsemester auf einmal merken, über ein Problem, was wir haben, großes sozusagen, aber über so eine Choreografie, die hatten weiße Capes an, weil es geregnet hat, wenn ihr gesehen habt in dem Film, wie die Abstände markiert waren, also wie man dazu sozusagen so ein kleines Event, ein kleines künstlerisches Event draus macht, das fand ich schon sehr gut. Wollte ich nur sagen. Ich würde gerne an dieser Stelle zum nächsten Themenfeld unseres Gesprächs zu sprechen kommen. Die Frage, die wir uns alle stellen, wenn wir Architekturlehre betreiben, wohin bilden wir aus? In welches Arbeitsmarkt nicht zuletzt bilden wir aus? Wie ist die Situation denn ganz konkret in großen und vielleicht auch nicht ganz so großen Architekturbüros? Ich nehme an, dass jetzt vor allem in Stuttgart gibt es ja bekanntlich sehr viele Architekturbüros, die sich spezialisiert haben im Bereich des Messebaus oder auch der Ausstellungsszenografie etc. etc., dass diese Büros vielleicht die sich abzeichnende wirtschaftliche Eintrübung stärker zu spüren bekommen. Aber wir haben ja hier im Panel drei Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber im Bereich Architektur, im Bereich praktizierende Architektinnen und Architekten mit unterschiedlich großen Architekturbüros. Wie ist denn eure Wahrnehmung der derzeitigen Arbeitssituation? Markus, du leitest ein Büro, glaube ich, mit sehr vielen Mitarbeitern. Vielleicht magst du beginnen mit deiner Einschätzung. Ja, die ist wahrscheinlich höchst individuell. Ich vermute, das ist überall unterschiedlich gelagert und hat auch viel mit Koinzidenzen zu tun. Also mit Zufällen hat man gerade noch vor der Pandemie einen größeren Auftrag erhascht, der einem vielleicht über diese Krisenzeit trägt, weil natürlich es jetzt im Moment eine Schwierigkeit ist, neuerliche Projekte zu bekommen. Das ist einfach vollkommen klar, weil natürlich alle Entscheidungen werden gestreckt. Wir können das ja an uns selbst beobachten, so wie wir selber gerade im Moment vielleicht nicht in großer Laune sind, Geld auszugeben in so einer Phase. So ist auch ein Investor oder auch eine Behörde, eine Institution oder die öffentliche Hand gerade nicht so in der großen Laune, Geld auszugeben. Insofern kommen alle Projekte auf den Prüfstand, sie verzögern sich und dauern etwas länger. Das ist natürlich ein Problem für größere Architekturbüros, aber auch für kleinere. Ich vermute, was auch noch ein Thema ist, was uns vielleicht nach dieser Pandemie betreffen könnte, ist ähnlich wie in anderen Branchen so eine Konzentrierung stattfindet auf wenige relativ große Institutionen oder Unternehmen. So ist das auch eine Tendenz, die übrigens schon länger in der Architekturbranche spürbar ist, dass die kleineren, sehr schlagkräftigen und auch sehr interventionsaktiven Büros immer mehr Schwierigkeiten haben, an größere Aufträge zu kommen, weil die sich alle konzentrieren auf diese großen Büros. Und das ist eine Schwierigkeit. Ich glaube, da muss man auch unbedingt entgegensteuern, weil natürlich die Innovation häufig von diesen kleineren Büros kommen muss und kommen kann. Das ist ein Thema, was glaube ich, im Vordergrund ist, dann muss man sich einfach vorstellen, Architektur ist kein Beruf, mit dem man richtig viel Geld machen kann. Das muss man allen Studenten da draußen und Studentinnen, muss man das mal sagen, das ist ein Beruf, der hat extrem geringe Gewinnmargen. So, und jetzt muss man sich vorstellen, dass wir so eine Pandemie dazu führt, dass natürlich diese Büros alle enorme Anstrengungen aufbringen müssen, dass sie überhaupt diesen Arbeitsbetrieb aufrechterhalten. Das bedeutet, man hat verschiedene Akteure, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als es zu ermöglichen. So ähnlich wie der Peter, der als Dekan mit seiner Gruppe auch ermöglichen muss, dass die Studierenden ihre Plätze finden und noch ein wenigstens ein geringes Maß an Präsenzveranstaltungen haben. So ist es im Architekturbüro genau das Gleiche. Und dieses Organisieren kostet enorm viel Zeit und dafür geht sozusagen die gesamte Effizienz gerade drauf. Das kann man mal so klar sagen. Also deswegen ist, glaube ich, jeder froh, wenn er jetzt mit einer Null rauskommt aus dieser Phase und irgendwie weiterhin existieren kann. Und es gibt natürlich auch viele Büros, die haben Kurzarbeit angemeldet, sehr zu Beginn der Pandemie. Jetzt im Moment haben wir das Glück, das muss man wirklich auch sagen, unsere Branche ist schon
Unser Bereich ist einer, der enorm nachgefragt war vor der Pandemie. Und es trägt uns jetzt auch über diese, würde ich mal sagen, 1,5, 2 Jahre oder wie lange eigentlich diese Krise andauert, glaube ich, auch hier hinüber. Da gibt es andere Branchen, die sind sehr viel schlechter dran. Aber es ist natürlich eine enorme Herausforderung im Moment. Also zumindest in großen, ich vermute in kleinen Büros, das genau im mittleren genau dasselbe. Sonja Nagel, Peter Schümann, ich nehme an, ihr habt auch dazu zu berichten, richtig? Also bei uns stellt sich das ein bisschen anders dar. Also ich gebe dem dir recht, Markus, es ist tatsächlich für kleinere Büros schon immer schwieriger, tatsächlich auch an größere oder auch öffentliche Aufträge zu kommen, weil dann doch sehr viel gefordert wird, was natürlich für so ein kleines Büro oft gar nicht darstellbar ist oder leistbar ist. Wir machen jetzt aber allerdings gerade die Erfahrung, dass wir haben überwiegend private Bauherren, die scheinen jetzt Zeit zu haben und wir haben sogar eher mehr Anfragen als sonst. Mhm. Das finden wir eigentlich auch spannend, dass es dann doch im privaten Hausbau einige Menschen gibt, die tatsächlich dann auch von der Krise anscheinend unberührt bleiben und jetzt eben die Zeit nutzen, um darüber nachzudenken und endlich dieses Projekt, was sie vielleicht schon lange machen wollten, vorwärts zu bringen. Und wie jeder seinen Garten gemacht hat, ne? Genau. Also endlich hat man die Zeit, ach, jetzt baue ich endlich ein Ferienhaus oder dies. Für uns als Büro, wie wir organisiert sind, ist es eigentlich keine so ganz große Änderung. Wir sind jetzt nicht mit diesen ganzen Hygienesachen so stark konfrontiert, weil wir arbeiten, also haben schon davor auch verteilt gearbeitet, also als Kollaboration mit anderen Architekturbüros oder eben auch mit Mitarbeitern, die dann zum Teil auch Dinge von zu Hause schon gemacht haben. Also wir haben das immer flexibel gehandhabt. Es ist sogar so, dass durch diese neuen digitalen Tools wir jetzt eher noch mehr, also auch diese Whiteboards und solche Dinge einbinden und auch darüber nachdenken, wie wir das für die Bauherrenkommunikation nutzen können. Und einfach da auch nochmal manche Treffen, vor allem wenn es mehrere Bauherren sind, die auch verteilt sind. Also wir haben gerade ein Projekt, da sitzt einer der Bauherren, das ist eine Gruppe von 3 Bauherren. Einer ist in Berlin, einer ist in Freiburg und einer in Stuttgart. Also da kann man dann doch einfacher und schneller so Treffen organisieren. Und das ist eigentlich ein großer Vorteil. Das hat man vorher irgendwie nicht genutzt, aber jetzt geht das alles, ja. Und das erleichtert schon auch manches. Also wir haben was Hygieneregeln und die Dinge angeht, auch nicht so die größeren Probleme aufgrund unserer Größe beziehungsweise Kleinheit. Aber wir haben sozusagen das, was Markus gesagt hat, schon auch das Problem so, dass die Bauherren sagen, warten wir es mal ab, also etwas in die Länge ziehen, was durchaus ein Problem sein kann, ne? Wenn man etwas sozusagen einfach auf die lange Bank schiebt. Und ich will aber noch einen Aspekt sagen zu großen und kleinen Einheiten. Das ist tatsächlich ein Problem, was wir aber schon lange in Deutschland haben, dass die kleinen, Markus sagt es ja, schnell agierenden Büros mit, was ist ja egal wie viel, bis 20 Leute oder so, dass die immer schwerer haben. Und das merkt man natürlich auch, das ist vielleicht jetzt deshalb auch wichtig, weil wir aufpassen müssen, dass wir in unserer ganzen Struktur in der Gesellschaft, das war ja beim Architekten und den Handwerkern, ist das ja traditionelles, kleinteiliges System in Mitteleuropa, dass wir das jetzt immer weniger haben werden und immer mehr verlieren werden. Das hat ja mit dem ganzen Kulturbetrieb, ist das ja auch so. Und ich glaube auch, dass das über viel über das Wettbewerbssystem geht, dass unsere Bauherren, ich hoffe, hören ein paar zu, dass auch bei Ausschreibungen für Wettbewerbe es schwierig ist, sozusagen immer teilzunehmen, weil man nicht die und die Projekte hat. Also das ist für viele Architektinnen und gerade auch für junge Architektinnen schon ein Problem. Und das könnte man sehr schnell ändern. Also ich glaube, wir hätten mit allem, was wir jetzt diskutiert haben, als Architektinnen, Architekten schon einen guten Grund, positiv in die Zukunft zu gucken, so wie ich das auch gerne den Studenten, Studentinnen vermitteln möchte. Aber die strukturellen Probleme, dass dann nur noch die ganz großen Einheiten gibt, wo Markus, du mit deinen, ich will nicht sagen, wie du hast, kannst ja selber sagen, ich weiß es ja auch, aber was, 100 Leute oder so, noch zu den Kleinen dann gehört, das finde ich ein ganz kulturell, ein ganz schwieriges Problem. Und dem könnte man sehr wohl entgegenwirken, wenn man denn wollte.
Vielleicht noch ein Aspekt, der auch interessant ist, der gesellschaftlich eher irgendwo einhergeht mit Betrachtung, also mit dem Bild von Zukunft, mit Angst, mit Sorge, mit Bedenken, die man gerade hat. Auch die Entscheidungen, die getroffen werden im Moment architektonisch, sind häufig getragen von einer gewissen Bedachtsamkeit, von einer gewissen Revision. Und so eine Zukünftigkeit ist in der Phase, wo alle sich Sorgen machen und keinen so einen richtig euphorischen Blick von Zukunft haben, ist auch nicht wirklich gegeben. Also wir merken gerade, dass so ein wenig der Mut natürlich auch fehlt für visionäre oder zukunftsorientierte Konzepte. Man parkt im Moment ein wenig so diese Entscheidungen, verschiebt die Zukünftigkeit auf ein Jahr später. Das ist gerade so eine Tendenz, die ich entdecke, wenn über Architektur diskutiert wird, konkret, welches Projekt soll denn weitergehen. Und wir haben natürlich eigentlich eine wunderschöne Aufgabe vor uns als Architekten und auch die nächste Generation, nämlich das Bild einer sozial- und umweltgerechten Architektur zu entwickeln, dass es wirklich noch nicht so gibt in dieser Konkretheit und dass das gleichzeitig auch noch ein kultureller, wertvoller Beitrag ist. Das ist eigentlich eine unglaubliche Aufgabe, die man eigentlich angehen könnte. Aber da ist jetzt wie, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt mal kurz die Bremse für 1,5 Jahre gezogen und eher sind etwas revisionistischer unterwegs, wenn man es mal vorsichtig sagen sollte. Und da, denke ich, muss man sicherlich, ich hoffe, dass alle so in den Startlöchern stehen und warten, euphorisch wieder loszulegen, die Entscheider, wie aber auch die Kreateure dieser Prozesse und diese Gestalter dieser Prozesse, dass wir da auch ein Feuerwerk ab Juni, Juli, wenn es hoffentlich wieder etwas besser geht, zu erwarten haben. Und auch die jungen Studentinnen und Studenten, die gerade ausgebildet werden, denke ich, dass sie auch wirklich richtig darauf brennen, wieder ihre Sachen zu Zeichen zu machen. Und man hat ja wie das Gefühl, man ist geparkt im Moment. Und das ist, glaube ich, so eine Tendenz, die haben alle. Was noch so ein Punkt übrigens ist, was ich interessant finde, diese Homeoffice-Geschichten sind ja schon auch, haben auch Qualitäten. Das muss man klar sagen. Da gibt es schon viele Aspekte, die auch spannend sind und die auch gut sind. Allerdings muss man auch da, wie Astrid es vorhin auch schon mal angesprochen hat, wenn ich natürlich eine 200 Quadratmeter Villa habe, also ich habe die nicht, ne? Nur damit kein falscher Verdacht rauskommt, und ich sitze in meinem Arbeitszimmer mit 40 Quadratmeter, was irgendwie perfekt belüftet und belichtet ist, entgegen als Student, wenn ich dann immer reingucke in die Bilder, die die Studenten hinter sich haben, da sehe ich die Wand sozusagen schon irgendwie einen Meter hinter dem Bildschirm. Und meistens sieht man auch noch das Bett, was häufig nicht gemacht ist, was man aber tun sollte, bevor man sich irgendwie auf den Bildschirm begibt. Also man merkt, das sind natürlich enorm beengte Situationen. Und für viele ist dieses Homeoffice natürlich eine absolute Qual auch. Frau Grimmer, bitte. Ja, ich würde da auch gerne darauf antworten, weil es stimmt, es sind einige gerade geparkt. Aber ich glaube, geparkt sind im Moment in erster Linie die Privilegierten. Und es gibt auch noch die anderen, die durch Corona aus dem System gefallen sind. Diejenigen, die ihre Miete nicht mehr zahlen können, die jetzt, womit dann der soziale Wohnungsbau in den nächsten Jahren vielleicht, wahrscheinlich, dass dem ein neuer Stellenwert zukommt. Aber vor allen Dingen, um dann wieder den Bogen zur Lehre zu schlagen, auch in der Lehre, weil diejenigen, die jetzt gerade Semester aussetzen müssen oder wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie im Moment nicht genügend lernen im Zuge der Online-Lehre, aber auch diejenigen, die einfach die Tools nicht haben, die nicht mal eben irgendwie schnell was auf einem iPad skizzieren können, weil sie das iPad nicht haben, deren Computer nicht leistungsstark genug ist, die einfach nicht die räumlichen Kapazitäten haben, zu Hause Modellbau zu betreiben oder sich auch vielleicht für die Uni Stuttgart entschieden haben, wegen des Alleinstellungsmerkmals der Arbeitsräume und ein Zimmer in der Größe haben, wo gerade ein Bett, aber kein Schreibtisch reinpasst. Für all diejenigen, die eben nicht das Glück haben, zu den Privilegierten zu gehören oder dann natürlich auch diejenigen, die die Jobs verloren haben. Also die Kellnerjobs, die sind jetzt weg, die Jobs in irgendwelchen Kunstgalerien, Aufsichten und so weiter, was ja für unser Studium auch typische Jobs sind, die sind alle passé. Und dementsprechend glaube ich schon, dass es da jetzt eine große Schere gibt, die aufgeht. Und wir müssen die Chancengleichheit gesellschaftlich, aber auch an unserer Fakultät nochmal neu diskutieren. Ja. Also Frau Grimmer, da bin ich ganz Ihrer Meinung, weil das wir könnten ja der Gefahr erliegen, dass wir sozusagen auch durch so ein Format oder durch unsere vielen Webkonferenzen sagen, naja, die Gemeinschaft ist jetzt auf eine andere Art und Weise da, um dann sozusagen zu vergessen, dass das, was Sie zu Recht beschreiben, sind ja Sorgen, die ein Individuum hat oder einzelne Personen haben und viele. Ja? Und
In dem Zusammenhang habe ich letzte Woche ein Gespräch am Rand von einer Konferenz mit unserem Rektor und wir haben am Kanzler und haben wir gesagt, es ist eigentlich schon merkwürdig, dass von den Universitäten überhaupt nicht die Rede ist. Das muss man schon sagen in der Diskussion. Ja? Insofern ist die ganze Frage der Kultur, auch der kleinen Einheiten, wir haben das eben, was den kreativen Prozess in den Architekturbüros angesprochen, aber das ist ja letztendlich auch etwas, was wir in der Lehre aufrechterhalten wollen oder fördern wollen, den kreativen Prozess, dass das unter einem großen Problem steht. Und was schon schwierig ist, ist, dass das in der Öffentlichkeit so gar nicht wahrgenommen wird, was insgesamt die Situation der Universitäten, die sind sozusagen immer am Rand. Und der Rektor hat mir recht gegeben. Ja, die Kreativität, die kann man halt auch erst dann ausüben, wenn man ein Dach über dem Kopf hat und der Bauch voll ist und man weiß, wie man die Miete des nächsten Monats zahlt. Und sonst ist halt auch der kreative Prozess des Entwerfens wahrscheinlich von anderen Sorgen überschattet. Ist völlig klar. Es wurde jetzt in der Diskussion ja mehrfach erwähnt, dass die Corona-Pandemie natürlich auch ein Polarisierungsvergrößerer ist. Die Armen werden ärmer, die Reichen, wenn man den Meldungen glauben will, reicher, insbesondere Jeff Bezos. Die Frage, die man vielleicht in diesem Zusammenhang eben auch mit in die Diskussion stellen sollte, ist, wie hat denn Architektur historisch auf die Hunderten, Tausenden von Pandemien in der Geschichte jeweils reagiert? Und es gibt, wenn man insbesondere auf Pestpandemien schaut, natürlich die Typologie der Dankbarkeitsarchitektur. Verschiedene Sakralgebäude, die Karlskirche in Wien oder auch Il Redentore von Palladio in Venedig verdanken sich ja, wenn man diese Formulierung will, einer Pandemiesituation. Ne? Es gibt auch verschiedene Pestsäulen. Die Frage ist so ein bisschen, die Frage, auf die ich hinaus will, verdankt sich so ein bisschen dem berühmten Schlusssatz von Le Corbusier aus Versen in Architektur, Architektur oder Revolution. Ne? Le Corbusier hat ja diese Aufsätze unter dem Eindruck der russischen Revolution geschrieben und glaubte, in der Architektur eine Art Befriedungsinstitution zu erkennen, die revolutionäre Potenziale in der Gesellschaft vielleicht ein Stück weit zum Verstummen bringen könnte. Wie sehen Sie das? Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass Architektur hier eine Art Befriedungsinstitution womöglich sein kann oder ist das viel zu dramatisch formuliert? Also spontan würde ich sagen, es ist ein bisschen zu dramatisch formuliert. Ich würde das sozusagen sehr zurückhaltend auf unsere dienende Funktion erst gehen, ich habe das Stichwort Empathie angesprochen, dass man sozusagen wie ein Schwamm aufsaugt die Probleme, die es gibt, zu denen man vielleicht als Architekt, Architektin was beitragen kann. Längst nicht zu allem. Wir denken als Architekten auch immer, dass wir an vielen Schrauben Probleme lösen können. Aber da, wo wir es können, ist das doch, glaube ich, auch eine sehr selbstbewusste, bescheidene, dienende Funktion, die aber Lust macht für die Zukunft. Und ich glaube, das ist genug zu tun für viele, viele Nachwuchsarchitektinnen. Ich wollte vielleicht auch anschließen, es ist natürlich eine langwellige Disziplin, Architektur. Ne? Also man braucht ja ein gewisses Einsatz von Mitteln, die müssen in einer gewissen Zeit dann eingesetzt werden und nach 2, 3, 4 Jahren hat man dann ein Ergebnis. Und insofern habe ich das Gefühl, dass diese Pandemie fast zu kurz ist, dass sie wirklich maßgeblich ganz konkrete Änderungen in der Auffassung von Architektur hervorrufen könnte. Andererseits glaube ich, dass es bestimmte Momente gibt, die man jetzt nutzen könnte, nämlich dass man einhergehend mit dieser Krise bestimmte Themen, die schon lange gesetzt gehören, was wir auch vorhin sozial und umweltgerechte Stadt, dass man die natürlich jetzt wunderbar positionieren kann, weil jetzt auch durchaus ein Forum da ist und auch ein Verständnis dafür da ist, was in Nicht-Krisenzeiten überhaupt nicht da ist. Wenn der Wohlstand überall groß ist und alle haben Spaß und Freude und gehen shoppen, einkaufen, konsumieren und leben das Leben sorglos vor sich hin, dann glaube ich, ist es schwer, einen Wechsel hervorzubringen, wie jetzt, wo eine gewisse Sensibilisierung da ist. Und das, finde ich, ist die große Chance. Die Gefahr sehe ich drin, dass natürlich eine ganze Generation, also ich habe auch Kinder in dem Alter, Frau Krimmer, die ein bisschen jünger sind wie Sie, die jetzt gerade so beim Abitur sind,
oder auch Abitur gemacht haben, dass eine ganze Generation, die wirklich ein, zwei Jahre ihres Lebens wirklich ausgebremst wurde, mehr oder weniger. Und das sind natürlich auch die wichtigen Jahre jetzt auch für Sie als Erstsemester, wo man zu seiner Identität überhaupt erst findet, indem er seine Gedanken mit anderen austauscht, sich prüft mit anderen, in Diskussionen, in Tutorien auch von Älteren zu Jüngeren, also wo es Austausche geben muss, wo man sich selber daran schärfen kann. Und das geht ein wenig verloren. Und ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie wir Formate finden, dass wir das trotzdem ermöglichen. Das ist die große Aufgabe für uns in der Universität. Als Architekt selbst, glaube ich, habe ich große Hoffnung, dass Sensibilisierungen stattfinden, die uns nützen könnten nach der Pandemie. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich wollte das eigentlich vorhin auch bei der Erklärung noch sagen. Kann ich dabei? Ja, hört man mich? Ja, Frau Krümmel und dann Astrid Ley, bitte. Okay, und zwar, ich glaube tatsächlich, dass Corona vor allen Dingen auch auf die Lehre ein großes Potenzial, eine große positive Auswirkung haben kann, wenn man sich darauf einlässt und vielleicht sich auch auf die Sprache einlässt, die die nachfolgende Generation, die ja jetzt in diese Corona-Zeit einerseits hineinwachsen musste, andererseits aber auch mit der Digitalisierung schon groß geworden ist, dass man sich vielleicht ein bisschen auf diese Sprache dieser Generation einlässt. Also ein Beispiel, das mir im Einführungskurs massiv aufgefallen ist und was man jetzt hier auch schon wieder ganz schön sehen kann, ist dieser Live-Chat. Also diese Diskussion in Echtzeit, die eine viel flachere Hierarchie und viel ein viel schnelleres Kommentieren eigentlich ermöglicht und auch Leuten einen Zugang zum Diskurs ermöglicht, die sich sonst vielleicht nicht so trauen würden oder sonst auch gar nicht zum Zuge kämen oder in einem Format keinen Platz finden würden. Also gerade wenn man jetzt hier sieht, dass schon wieder kommentiert wird im Live-Chat, nachher werden vielleicht auch noch, oder ich glaube in diesem Format geht es jetzt nicht, aber in anderen Formaten kann man dann auch wieder mündlich am Diskurs teilnehmen und diese Möglichkeit einer sehr viel interdisziplinären tatsächlich auch Diskussion auf unterschiedlichen Ebenen, so eine Gleichzeitigkeit zu erreichen und dabei Themen sehr viel breiter zu diskutieren. Das sehe ich als ein ganz großes Potenzial, das wir auch als Fakultät noch weiter ausschöpfen sollten. Astrid Ley, bitte. Ja, ich wollte eigentlich noch anknüpfen an dem, was Markus, was du gesagt hast, einfach, dass ich das schon als einen Moment sehe, der auch so einen katalytischen Effekt haben kann, ja, so einen Weckruf. Und dass wir mit dem Blick auf das, was Peter auch vorher gesagt hat, ja, Klimakrise, den Bedarf nach einer größeren Transformation jetzt vielleicht vor Augen haben, dass wir da auch einen Beitrag leisten. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel den Städtebau nicht als rein dienend, sondern wirklich, dass es hier um transformative Lehre und Transformationsforschung geht. Also ich finde, wir haben vielleicht ein bisschen wenig über Forschung auch geredet, Stefan. Und ich finde auch hier ist viel an unserer Fakultät gerade so ein bisschen liegt brach. Ja, meine Doktoranden, die können ihre Feldforschung nicht machen. Wir haben selbst Forschungsprojekte, die gerade auf Eis liegen oder Anträge. Das ist einfach gerade so eine Situation, wo wir ganz neu denken müssen, aber was vielleicht auch rein inhaltlich reinspielt jetzt, die Pandemie selber. Ich würde gerne das anschließen, was gesagt worden ist, vor allem auch, was Frau Krümmer gesagt hat. Ich glaube, das setzt auch voraus und die Chance haben wir auch, uns durch die Formate, auch zum Beispiel das heutige, klarzumachen, dass das nicht perfekt sein muss oder eigentlich auch nicht perfekt sein darf, sondern dass wir sozusagen dieses kleistische Wort, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, dass wir sozusagen auch Trial and Error, das Ausprobieren, sich überzeugen lassen. Die Gefahr ist ja, wenn man sendet, wenn man etwas online macht, dass man ein bisschen das Problem haben könnte, naja, das ist jetzt gesagt, das ist jetzt übertrieben für die Ewigkeit. Und es war ja doch Unsinn, was ich gesagt habe. Sondern dieses Infragestellen, dieses einfach mal, so wie auch bei uns auf dem Flur, was zu sagen, damit der andere dann entgegnet und einen überzeugt oder auch nicht, das erfordert natürlich auch die Lust sozusagen am Unperfekten, am dem, was man einfach sozusagen gerade so denkt. Und das wäre mir schon ganz wichtig, dass wir da nicht perfekter und stimmiger erscheinen, als wir eigentlich sind, sondern sozusagen einfach das Medium nutzen, die Möglichkeiten nutzen, uns in unserer ganzen Unperfektheit miteinander zu verständigen.
Klingt schon fast wie ein Schlusswort. Ich schlage aber vor, dass wir an dieser Stelle die Diskussion öffnen und den Live-Chat oder bestimmte Fragen aus dem Live-Chat mit in unsere Diskussion nehmen für die nächsten 15 Minuten. Mir wurde von der Regie gesagt, dass ich jetzt dramatisch nach oben in die zur Decke blicken soll, sodass ich die Fragen aus dem Live-Chat, die Eva Hanewinkel gleich mit uns teilen wird, quasi von oben aus dem Lautsprecher des K1-Foyers höre. Eva, hören Sie mich? Hallo, ja, ich höre Sie. Also, im Live-Chat wurde vor allem auch auf das Thema eingegangen, gerade oder wurde gerade diskutiert, was viel auch Vera und auch Frau Lai gesagt haben, inwiefern sich sozusagen die Krise oder die Krise auf die Architektur auswirkt, wurde eigentlich eher im Umkehrschluss gefragt oder gesagt, dass es wahrscheinlich eher so sein sollte, dass ja diese Situation, die durch Covid ausgelöst wurde und dieses Umdenken in Themen beschleunigt hat, ob man dann nicht im Umkehrschluss auch so auf den Klimawandel reagieren kann. Also es wurde sehr viel über Klimawandel, über darüber diskutiert. Vielleicht kann man dazu noch was sagen, wie sich die Fakultät da weiter beschäftigen möchte. Astrid, magst du vielleicht darauf reagieren? Dein Name wurde ja eben erwähnt. Ja, sehr gerne. Ja, also ich selbst habe ja, bevor ich an die Uni Stuttgart kam, bei WBGU gearbeitet und da ist ja die große Transformation das große Thema. Und da ging es immer darum, dass in der Menschheitsgeschichte große Transformationen nur dann stattgefunden haben, wenn die Krise da war. Und der WBGU hat immer darüber diskutiert, wie kriegen wir eigentlich in die Köpfe der Menschen, dass die Krise eigentlich schon da ist, aber also dass es jetzt Handeln erfordert, weil ansonsten die Krise nicht mehr zu verhindern ist, aber die Krise noch nicht spürbar ist. In dem Sinne sehe ich gerade die Pandemie, dass wir es wie so ein Vorboten haben. Das ist eigentlich nicht die Klimakrise, aber wir schaffen diese Übersetzungsleistung. Da steht jetzt was bevor. So könnte sich das vielleicht anfühlen. Ja? Und ich glaube, das erzeugt so einen Handlungsdruck, oder ich erhoffe mir darauf, so einen Handlungsdruck, dass Bewegungen wie Fridays for Future oder Scientists for Future einfach mehr Zuspruch bekommen. Und es gibt ja auch im Übrigen Architects for Future. Und gerade der Städtebau ist natürlich ein Feld, der viel dazu beiträgt, ja, die dynamischen Urbanisierungsprozesse, wo einfach massiv noch gebaut wird mit auch Baumaterialien, die nicht nachhaltig sind, viel darüber schon nachgedacht wird, aber was noch so viel in der Pilotierungsphase steckt, ich glaube, das kriegt jetzt viel mehr Zuspruch und Aufmerksamkeit und das wäre vielleicht so ein Weg nach vorne. Also ich habe das ja nicht von ungefähr gleich am Anfang gesagt, dass das eigentlich, was das Bauen und die Umwelt angeht, ist viel größere Herausforderung ist. War halt jetzt heute nicht das Thema. Aber ich glaube, ich würd's gern glauben, Astrid, dass das sozusagen alle denken, ah ja, das war so eine Art Vorbote und jetzt machen wir das aber. Aber da bin ich doch ein bisschen skeptischer und wir sollten vielleicht wirklich schauen, dass das nicht passiert. Aber das, was wir sozusagen da vor uns haben, stellt das, was das Bauen angeht, mit Sicherheit in den Schatten. Und wir sollten schauen. Ich glaube, es ist ganz wichtig bei der Bearbeitung dieser Themen aus Sicht der Architektur, dass man dann auch die Zielkonflikte an sich ranlässt. Also nicht wieder ein Etikett daran setzt, sondern die Ziel, ich sage mal Open Look School von Deuker, durchgelüftete Schule. Bei den Strukturalisten, die haben die Außenumfassungsfläche möglichst groß gemacht, weil man ja wie ein Satellit über die Außenumfassungsfläche mit der Umwelt kommuniziert. Während wenn wir A-zu-V-Verhältnis ernst nehmen, machen wir so und machen uns klein. Wir haben da ganz große Herausforderungen als Architekten, wenn wir den Klimawandel wirklich ernst nehmen. Und das ist mit Sicherheit, da bin ich ganz sicher, die deutlich größere Herausforderung als die, über die wir jetzt sprechen, im Zusammenhang mit der Corona. Frau Hanewinkel, gibt es weitere Fragen?
Ja, also eine weitere Anregung oder Frage war, ob sozusagen im kommenden Semester die Rundgänge gestreamt werden sollen. Ich glaube, dazu kann auch Vera Grimmer was sagen. Vielleicht wäre das noch ganz schön. Ja, ich kann da tatsächlich vielleicht direkt kurz ein Projekt vorstellen, das letztes Semester von Cornelius Karl und mir ins Leben gerufen wurde, das allerdings immer oder das letzte Semester als Pilotsemester verbracht hat und leider kam nicht so viel Rücklauf von den Instituten. Aber in der Tat gibt es auf rundgänge.com, um jetzt hier auch mal die Werbetrommel zu rühren, die Möglichkeit, die Rundgänge der Institute, die uns den Link zuschicken, live anzuschauen und ja, auf WebEx Teams da dabei zu sein. Also diese Möglichkeit gibt's und wir hoffen auch, dass das dieses Semester mehr angenommen wird und wir da vielleicht auch dann den Live-Chat wieder mehr ins Leben rufen können und diesen Austausch, von dem wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, noch auf das nächste Level bringen. Danke. Frau Hanne-Wickel, gibt es vielleicht noch eine letzte Frage? Ich warte jetzt noch mal ganz kurz, ob jemand noch eine neue Frage stellt, weil es jetzt im Chat doch wieder eher um die Nachhaltigkeit der Baubranche oder auch die weitere Digitalisierung der Fakultät geht, auch in dem Sinne, dass man sozusagen durch die Digitalisierung natürlich auch nachhaltiger werden kann. Ansonsten wäre das noch vielleicht abschließend. Ah, jetzt fragt noch jemand über 27. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob man da noch was zu sagen kann. Danke für zum Thema IBA 27 diskutieren wir, da widmen wir mal eine ganze Sendung der Stuttgarter Schule dem Thema IBA 27 und vielleicht sollten wir das heute nicht richtig vertiefen. Ich schlage aber auch vor, mit Blick auf die Uhr, dass wir langsam aber sicher zum Ende kommen. Ja, das war also die erste Sendung unserer Stuttgarter Schule. Weitere werden folgen. Themenvorschläge für künftige Sendungen werden noch entgegengenommen, aber sicherlich werden wir uns in einer der nächsten Sendungen auch mit der Geschichte der Stuttgarter Schule und Fragen für die Gegenwart und nahe Zukunft beschäftigen. Es werden auch noch andere Themen in den nächsten Wochen und Monaten diskutiert. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Diskutantinnen und Diskutanten bedanken. Vor allem möchte ich mich bei dem Team von K1 TV bedanken, bei Philipp Krüppe, bei Leo Herrmann, auch bei Eva Hanne-Winkel. Und last but not least möchte ich mich sehr herzlich beim Dekanatsteam um Peter Schürmann herum bedanken, der dieses Format und vieles andere in den letzten Wochen möglich gemacht hat. Ganz herzlichen Dank. Schönen Abend. Schönen Abend. Danke, Stefan. Tschüss.